Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Montag, dem 23. September 2013. Und Euro-Dollar macht heute das höhere Hoch, aber dann das tiefere Tief. Wir haben immer noch im Stundenchart eine Bullenflagge. Hier die Stange, hier die Flagge. Jetzt hatten wir eine weitere trendbegrenzende Linie, die bullisch aufgelöst worden war. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz. Der Vollständigkeit halber, so in etwa. Die hat zwar hier ganz kurz gehalten, aber der Markt kriegt einen Abverkauf. Wenn wir eine Trendlinie bullisch auflösen, dann wieder bärisch auflösen, dann wieder ein bisschen reinkommen, wir verzichten auf diese Trendlinie und sagen Folgendes: Wir sind immer noch in der Bullenflagge. Große dynamische bullische Bewegung und dann leicht abwärts gerichtete Trendbewegung. Der Markt hat also Potenzial für eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung. Wenn aber diese trendunterstützende Linie bärisch aufgelöst werden sollte, dann geht es in Richtung der 1,3450. Berührung, Berührung, Berührung und dann kann der Markt bis hierhin laufen. Wenn das bullisch aufgelöst werden sollte, die Marke kennen Sie, 1,3640 hier Jahreshochmarkte. Bezahlen Sie bitte Jahreshoch vom 2013, genau 1,3640 in etwa, das waren wir nämlich im Januar, Ende Januar 2013 hier gewesen, exakt war das am 1. Februar, haben wir diese Marke berührt, das wäre dann in etwa die Zielzone 1,3640, wenn der Markt hier diese Bullenflagge über den Stundenchart bullisch auflöst, ich sage Ihnen auch, wo gerade hier die obere Begrenzung in etwa ist, ist die 1,3540, je nachdem, wann wir auf diese Trendlinie stoßen sollten. Insgesamt zeigte sich aber heute der Euro eher schwach, also Euro-Austral-Dollar zum Beispiel, nur mal ganz kurz als Beispiel, auch mit einem Gap nach oben, aber wo hat er hingegappt? Nämlich an die 20-Tage-Linie, an diese horizontale ehemalige, hier Widerstand, hier Unterstützung, Doppelboden, jetzt testen wir die Nackenlinie. Eigentlich könnte man nur sagen, ja Mensch, super, können wir doch hier mit dem tieferen Tief anfangen, etwas auf der bärischen Seite zu traden. Ja, kann klappen, kann aber auch nicht klappen, weil wir würden nämlich in die 20-Wochen-Linie und hier in die horizontale Marke 1,4155 traden. Im Moment wäre ich da eher zurückhalten, hier etwas in dieser Richtung zu traden. Insgesamt zeigt sich heute der australische Dollar eher stark. Was wir miteinander besprochen hatten, war zum Beispiel, dass der Markt, und das war hier unsere letzte Ausgabe, hier eine trendunterstützende Linie gerade berührt hatte. Wir haben einen Gap nach unten haben wir geöffnet. Wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt jetzt hier in Richtung der oberen Begrenzung dieses leicht abwärts gerichteten Trendlats läuft und sogar das höhere Hoch macht, ist deutlich wahrscheinlicher. Was aber passiert ist, wir machen tatsächlich hier das höhere Hoch, wir lösen diesen Trendkanal bullisch auf, aber schauen Sie sich das an, wir kommen wieder zurück in unseren Trendkanal. So, wenn wir uns den Tageschart anschauen, sieht es trotzdem viel, viel mehr bullisch aus, als dass es bärisch aussieht. Wir haben hier Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, Seitwärtsrange bullisch aufgelöst und jetzt sieht das aus wie ein Pullback. Jetzt macht der Markt zwar ein bisschen das höhere Hoch, kommt wieder zurück, die Wahrscheinlichkeit aber, dass wir eine Fortsetzung der bullischen Bewegung sehen, ist deutlich wahrscheinlicher, als dass der Markt hier diese horizontale Marke im Bereich der 96,30 bärisch auflösen sollte, zumal immer noch die K&D-Linie umeinander um die 80er-Marke geschlungen sind. Wenn wir uns gerade den kanadischen Dollar anschauen, vielleicht ein Trade, was wir ohnehin gerade über unsere Triggerliste durchführen, das ist nämlich der britische Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar. Und wenn ich Ihnen einmal den Wochenchart zeigen darf, also horizontale Marke, lange Widerstand gewesen, bullisch aufgelöst. Bestätigt worden, zurückgekommen, einmal angetestet, wieder das höhere Hoch gemacht. Noch in dieser Woche machen wir das höhere Hoch. Wir haben hier Potenzial für eine Fortsetzung der bullischen Bewegung. Was über den 4-Stunden-Chart auffällt, ist, wir haben hier eine bärische Keilformation. Hier Unterstützung, 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 Unterstützung. Da Widerstand, Widerstand, da nur noch mit dem Schatten rangekommen, da kommen wir gar nicht mehr mit der Körperkante hin. Das sieht mehr bärisch aus, der Wochenchart sieht mehr bullisch aus. Entweder löst der Markt hier diese trendbegrenzende Linie bullisch auf und dann kann der sogar nochmal eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung machen oder wir lösen hier diese bärische Keilformation bärisch auf und dann hat der Markt Potenzial hier in Richtung der 1,63 sogar zu laufen. Was machen wir? Wir passen einfach nur unser Stop-Loss an und sagen, okay, wir gehen hier unter diese aufsteigende Trendlinie und gucken, was als nächstes passieren wird, wenn wir ausgestoppt werden mit einem kleinen Plus. Wenn der Markt nach oben läuft, wir sind mit dabei. So funktioniert Trading. Risiko nach unten begrenzen, aber nicht die Chance nach oben, sich dann gleichzeitig dabei zu verwehren, sondern sich die Möglichkeit zu geben, dass der Markt weiterlaufen kann. Wenn man den Kiwi gegenüber dem japanischen Yen anschaut, hier sind wir ebenfalls Bullen. Wir haben ja hier den Bruch nach oben getradet und haben gesagt, Mensch, der Markt hat jetzt Potenzial für eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung. Also wir machen jetzt hier auch heute ein Pullback, wenn man sich das anguckt, minus 0,6%. Ja, hört sich ganz schön heftig an. Gleichzeitig
Immer noch K&D-Linie umeinander geschlungen. Wir sind immer noch oberhalb einer wichtigen horizontalen Marke, psychologische 82er-Marke. Und wenn wir uns das Ganze zum Beispiel hier über den 4-Stunden-Chart anschauen, schauen Sie sich das an. Bullische Bewegung, da kommt der Markt so ganz leichte zurück und wir kriegen immer wieder so Schatten nach unten. Also, das scheint hier noch nicht eine Trendumkehr zu sein, sondern das scheint immer noch ein Pullback zu sein. Der Markt hat immer noch Potenzial für eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung über den Wochenchart hier in Richtung der 84,50. Und deswegen wäre ich jetzt vorsichtig, auch wenn heute der japanische Yen ein bisschen Stärke gezeigt hat, dass man jetzt sofort sagt, jawohl, der japanische Yen macht jetzt eine Trendumkehr, sondern es ist eher ein Pullback und zum Beispiel hier beim Kiwi gegenüber dem japanischen Yen haben wir sogar Potenzial auf der bullischen Seite. Gucken wir nochmal auf US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Diejenigen, die schon länger dabei sind, das haben wir früher auch gerne mal den Knochenbrecher genannt, bevor hier der Markt angefangen hat, diese unfassbar dynamische bullische Bewegung zu machen, weil wir wirklich lange, lange Zeiten immer hatten früher, ich zeige Ihnen das gerne noch einmal, wo der Markt wirklich monatelang, also zum Beispiel gucken Sie mal hier zwischen August und Januar 2012 seitwärts läuft. Dann macht er eine unglaublich dynamische Bewegung, wird wieder abverkauft und dann läuft er wieder von Juni 2012 bis Oktober 2012 mehrere Monate seitwärts. Deswegen haben wir das den Knochenbrecher getauft gehabt, weil er halt keine Trendstärke entwickelt, sondern man wird eingestoppt und der Markt macht dann danach nichts. So, jetzt muss man sagen, seit etwa März 2013, man könnte sagen, wir sind trendlos, ohne dass man sagen müsste, könnte, wir hätten keine Dynamik. Also wir hatten hier da unten 92, da oben 103. Also das ist schon eine dynamische Bewegung, aber bullisch, bärisch, hin und her. Jetzt zuletzt lässt die Dynamik nach. Was auffällt ist, gleichschenkliges Dreieck. Berührung, 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 Berührung. Hier Körperkante, da nicht ganz mit dem Schatten ran. Hier mit der Körperkante, so. Wir haben noch Potenzial. Wir können noch bis Ende Oktober hier in diesem Dreieck bleiben. Aber schauen Sie sich das an. Das ist so typisch gleichschenkliges Dreieck. Diese gleitenden Durchschnitte kommen dazwischen. Der Chart fängt an, schmutzig zu werden. So nenne ich das immer. Weil die gleitenden Durchschnitte hier mal oberhalb, unterhalb, mal zwischendrin in diesen Kerzen drin sind. Wenn so etwas passiert, dann ist Dynamik anstehend in die eine oder andere Richtung. Irgendeiner von denen scheint jetzt, entweder der US-Dollar oder der japanische Yen, richtig Stärke zu entwickeln. Das sollten wir und das werden wir auch auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen unter Beobachtung halten. Jetzt hatte ich kurz eine Wortfindungsstörung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie bitte dran. Am Dienstag gibt es keine Forex-Ausgabe, aber am Mittwoch sind wir selbstverständlich wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Forexes. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.